Ja, das Ziel war Aufmerksamkeit für ein skandalöses Projekt fossiler Megastruktur, das in Zukunft sehr viel Schaden anrichten wird auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Einerseits auf den Emissionswerten, das heißt in der Befeuerung der Klimakatastrophe, andererseits in der Gesundheitsbelastung und Lärmbelästigung und aber eben auch, was die finanzielle Subvention betrifft. Die Kosten sind haben sich verdoppelt seit der ersten Kostenschätzung und dieses Geld muss man dringend in andere Projekte stecken, die dem Gemeinwohl zuträglich sind. Also lassen Sie mich aber ein bisschen provokant nachfragen, sind Sie es nicht schon selber leid, immer wieder die gleichen Aktionen durchzuführen? Jeder kennt es schon, die Menschen haben sich schon damit abgefunden, dass jetzt aber 10 Minuten wieder Klimakleber auf der Straße kleben. Das bringt doch in Wahrheit überhaupt keine echte Aufmerksamkeit mehr, oder? Also die Leute ärgern sich teilweise nicht einmal mehr, sondern man sagt irgendwie so, ja, warte mal 10 Minuten, die Polizei kommt, löst das auf und dann ist der Spuk vorbei. Das ist oft kürzer als so manch ein Stau. Und macht sich denn nicht bei Ihnen jetzt auch schon ein bisschen Enttäuschung breit, dass Ihre Aktionen nicht mehr zu gewünschten Erfolg führen? Wissen Sie, ich kenne keine einzige Aktivistin auf der ganzen Welt, die das gerne macht, was sie tun. Wir tun das, was wir machen, aus Verzweiflung gegen untätige Politik. Und das mit der Aufmerksamkeit ist ja so auch nicht ganz richtig. Denn wenn wir anders Aufmerksamkeit generieren könnten, dann würden wir das auch anders tun. Es macht ja wirklich niemandem Spaß, von den Menschen, die auf der Straße sind, sich von AutofahrerInnen beschimpfen zu lassen, Repressionen durch die Polizei zu ertragen und dann auch noch teilweise verunglimpft zu werden in der Öffentlichkeit. Das ist ja alles nicht freiwillig, sondern wir fühlen uns dazu gezwungen. Und die Fakten geben uns ja recht, dass wir dort Sichtbarkeit schaffen müssen, wo eben zu wenig Sichtbarkeit herrscht. Ja, aber wäre es nicht sinnvoller, irgendwie mal auf die Themen aufmerksam zu machen, weil auch jetzt haben Sie Fernsehpräsenz. Wir sprechen aber nur über Ihre Aktion und eigentlich nicht über die Beweggründe, die hinter dieser Aktion stehen, weil die Menschen ärgern sich einfach nur über Ihre Aktionen, wollen aber eigentlich gar nicht mehr wissen, warum Sie eigentlich auf die Straße gehen und Sie belasten das ganze Klimathema mit so viel Negativität, dass Sie ja schon allein psychologisch den Menschen jeglichen Zugang zu diesem Thema nicht mehr möglich machen, weil man das Gefühl hat, das ist so negativ, dass man sich gar nicht damit auseinandersetzen will. Also meine Frage geht eigentlich in die Sinnhaftigkeit der Aktion ab und ob Sie sich nicht langsam was Neues überlegen wollen. Ja, aber es ist ein gutes Beispiel. Die Frage zielt ja auch nicht auf den Inhalt ab. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass die Kosten sich verdoppelt haben auf 1,18 Milliarden. Wir reden nicht über den Verkehrssektor, der in Oberösterreich seit den 90ern über 80% Emissionswerte zugelegt hat. Und wir reden nicht darüber, dass der Bau der A26 bedeutet, dass wir die Klimaziele nicht erreichen können und Strafzahlungen uns bevorstehen. Über all diese Dinge reden wir ja nicht. Und deswegen wäre es eigentlich gut, wenn wir darüber reden. Natürlich sind wir diese Aktionsform leid. Niemandem macht das Spaß. Ich kann das nochmal wiederholen. Ja, niemand macht das freiwillig. Ja. Sagen Sie schon mal ausgerechnet, wie hoch die Emissionen sind, wenn Sie jetzt eine Klimaaktion starten und da stehen zahlreiche Autofahrer, die alle den Motor laufen lassen, weil sie nicht in der Hitze brüten wollen und die Klimageräte in den Autos weiterrennen lassen. Haben Sie da mal ausgerechnet, was das für eine Belastung darstellt? Und wenn so ein Protest länger dauern würde, wie immens Sie damit die Umwelt belasten würden? Ja, ich meine, die Antwort auf die Frage versteht sich selber, weil es ja eine rhetorische Frage ist. Weil jeden Tag gibt es Stau auf den Straßen vor Linz, der Pendlerverkehr. Deswegen, das soll ja eine Entlastung bringen, obwohl es in Wirklichkeit eine Verdoppelung des Verkehrs bringt. Jeden Tag stehen Menschen im Stau und ob Klimakleber jetzt auf der Straße sind oder nicht, nur bei den Klimaklebern reden wir manchmal über Themen. Das ist der einzige Unterschied dazu. Und wenn Menschen quasi und Sie reden jetzt von sehr heißen Tagen, im Stau ihren Motor laufen lassen wegen der Klimaanlage ist, gilt das ja auch nicht das ganze Jahr, sondern normalerweise macht man den Motor aus, wenn man im Stau steht. Ja, das sagen Sie mal denen, die mit kleinen Kindern im Auto sitzen und dann bei 30 Grad versuchen, irgendwie das Auto kühl zu halten. Da stellt keiner den Motor mehr ab bei den aktuellen Temperaturen. Also ich glaube, da ist schon irgendwie ziemlich heftig, was Sie da irgendwie mit Ihrer Aktion verursachen. Und da stellt man sich dann schon die Frage, ob das alles überhaupt so umweltfreundlich ist und auch die ganzen Klebeaktionen, allein der ganze Polizeiaufwand. Sie haben uns gerade irgendwie erklärt, welche Kosten durch die Klimaverschmutzung verursacht werden. Aber haben Sie schon mal überlegt, wie hoch die Kosten sind, die Sie die Steuerzahler kosten für die zahlreichen Polizeieinsätze? Und dann, wenn die Polizei vor Ort ist, kann sie an vielen anderen Orten nicht sein, zum Beispiel da, wo es darum geht, Bürgerinnen und Bürger vor Übergriffen zu schützen. Haben Sie da nicht einmal ein schlechtes Gewissen, dass Sie die Ressourcen des Staates auf so heftige Art und Weise missbrauchen?
Ja, da kann ich gerne drauf antworten. Die Kosten, wir fangen vielleicht mal dort an, die Kosten der Klimakatastrophe belaufen sich jetzt auch schon auf hunderte Milliarden Euro mit den Naturkatastrophen, den Überschwemmungen, den Bedarf der Hitzeregulation etc. Und lassen mich das Beispiel aufgreifen. Eine Person, die heute ein Kind im Auto hat und im Stau steht, ja nicht nur wegen Klimaklebern, wie gesagt, denn das passiert jeden Tag. Dieses Kind wird, wenn das heute, sagen ich mal, 4 Jahre alt ist, dann wird das im 2074 50 Jahre alt sein. Im 2074 haben wir komplett veränderte Lebensbedingungen, auch in Österreich. Wir werden Trinkwasserknappheit haben, die Lebensmittelversorgung steht auf der Kippe. Und das ist ja wohl eine Frage des Abwägens von Übeln. Und welches das größere Übel ist, dürfte ja wohl selbstverständlich sein. Sie haben jetzt gerade von Katastrophen gesprochen, von Naturkatastrophen. Sie setzen sich dafür ein, dass Sie mit Ihren Aktionen versuchen, die Bevölkerung zu sensibilisieren für klimaaffine Inhalte. Meine Frage jetzt, tun Sie eigentlich auch was, um all jenen Menschen zu helfen, die von Naturkatastrophen heimgesucht werden? Also finden wir Klimaaktivisten auch mal im Katastrophenschutz oder sind das dann doch nur wieder die klassischen Bürger wie die Feuerwehr, die Freiwillige, die dann mit den Einsatzfahrzeugen ausrückt und die Klimaaktivisten sind da niemals anzutreffen? Klimaaktivismus ist Katastrophenschutz, weil es das Wissen und die Informationen, die manchmal in den Medien unterbleiben, sichtbar macht, die dafür zuständig sind, dass wir diese Katastrophen überhaupt bekommen. Also die Kopplung von Klimakrise und Naturkatastrophen, über die würde ich auch gerne ein bisschen mehr sprechen, als das normalerweise gemacht wird. Denn die Katastrophen sind klimakrisenbedingt, das wissen wir.